Und nun ist es mal wieder Zeit für Assi-Reviews mit Baron Wilhelm von Assi. Heute die Reise ins All. Yo, 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 das ist das geilste Mäkelspiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Also, da ist dieser Typ namens Professor Hiesen und der forscht so in der Wüste rum. Und dann kommt dann so eine Statue und da macht er was rum und dann zieht die den so rein. Und da weicht er ein paar Fallen aus und löst ein paar Rätsel und dann kommt dann so ein Maschinendings dran, das ihm Elektroschock gibt. Ich habe auch schon voll den Elektroschock abgekriegt. Das war damals, als ich versucht habe, meinen Toaster zu spülen. Ja, ich weiß, ich bin doof. Szenenwechsel. Also, dass dieser Typ namens Von Mackwitz und der immer so... Und der wird losgeschickt, um die größte Kanone auf der Welt zu finden. Da müsst ihr mal bei mir in der Hose nachschauen. Da ist so eine Mordskanone drin. Und da trifft er dann Professor Hiesen und der hat den längsten. Ne, Moment, die längste. Also Kanone, ja. Und dann ist da diese Tussi namens Eleanor und die ist so Zeitungsschreiberin. Und irgendwie kommt's dann, dass Von Mackwitz, Professor Hiesen und Eleanor nach Transsilvanien müssen. Also fahren sie im Zug. Und im Zug sind so lauter berühmte Typen und einer davon wird getötet. Und da müssen die wieder den Töterer finden. Aber der Leiche hat wenigstens niemand die Horrorklavier geklaut. Ich hätte an der Stelle ja wieder Shadow und Merxis geholt. Beziehungsweise diesen coolen Typen mit der Kappe, der immer bloß rumsaß und nichts getan hat. Aber nachdem der Fall gelöst ist, fliegen die im Ballon weiter und dann landen die zum Dorf und die so: Wir kommen in Frieden. Und die Dorfbewohner so: Uns egal, wir bringen euch um. Und dann sind die im Schloss von Dr. Frankenstein. Und der erweckt so ein Viech zum Leben und das nehmen die dann auch mit. Und dann flüchten die durch so einen unterirdischen Tunnel. Ich bin auch schon durch einen unterirdischen Tunnel geflüchtet. Das war nach einem erfolgreichen Einbruch in einer Bank. Okay, war keine Bank, es war ein Kaufhaus. Okay, es war kein Kaufhaus, es war ein Spielzeugladen. Okay, es war kein Spielzeugladen, es war ein Kiosk. Okay, es war kein Kiosk, es war ein Zigarettenautomat. Okay, ich habe nur jemanden seine Zigaretten aus der Tasche geklaut. Okay, er hat die Zigaretten liegen lassen und ich habe sie mitgenommen. Und durch einen unterirdischen Tunnel geflüchtet bin ich auch nicht. Sorry, ich versuche ihn manchmal gern ein bisschen anzugeben. Okay. Und als sie dann geflüchtet sind, wollen die ins All reisen. Aber die haben keine Rakete, sondern die klettern in so eine Patrone rein und lassen sich aus einer riesigen Knarre rausschießen. Ich hätte auch gern so eine riesige Knarre. Also jetzt mal abseits von der, die ich schon habe. Und dann Von Mackwitz so: Mir ist langweilig. Und dann Eleanor so: Ja, dann liest halt ein Buch. Und dann liest er die Schatzinsel. Und als er das zu Ende gelesen hat, sagt er erstmal: Yo, 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 das ist das geilste Buch, das ich je in meinem Leben gelesen habe. Und dann fliegen die auf den Mars zu und stellen fest, dass sie nicht landen können. Aber sie landen trotzdem und dabei geht ihr Schiff kaputt. Wie bei Delta Star. Und auf dem Mars sind so Äffchen und dann die alle so zu den Äffchen: Wir kommen in Frieden. Und die Äffchen so: Schön, hallo. Und dann kommen da so Oktopusviecher her und dann die wieder so: Wir kommen in Frieden. Und dann die Oktopusviecher so: Ja und? Wir machen euch platt. Und nachdem die ein paar davon platt gemacht haben, kriegt Professor Hiesen so einen geilen Bart. Und dann reisen sie so ein bisschen auf dem Mars rum, um wieder ein Schiff zu finden. Und dann fliegen sie zur Erde zurück und landen im Dschungel. Und da finden sie so sprechende Schlangen und sprechende Lurche und wieder die Oktopusviecher. Und dann stellen sie fest, die sind gar nicht auf der Erde, sondern auf der Venus. Ich war auch schon auf der Venus. Nein, nein, es war nur der Stripclub mit dem gleichen Namen. Und dann machen sie so ein paar Schlangenviecher platt. Und so ein paar Oktopusviecher platt. Und rennen durch den Vulkan. Und dann finden sie ein Flugzeug, mit dem sie zur Erde zurückfliegen können. Aber damit ist noch lang nicht alles erledigt. Doch ich wäre nicht Baron Wilhelm von Assi, wenn ich euch jetzt einfach spoilern würde, was da passiert. Also gut, die Helden machen noch ganz viel. Ich habe auf jeden Fall voll Bock auf den Ausflug ins All gekriegt. Und davon Mackwitz immer gesagt hat: Werde nicht fürs Denken bezahlt. Denke ich, dass ich perfekt dafür qualifiziert bin. Vielleicht werde ich ja der erste Mann auf dem Mond. Ich war ja schon der erste Mann auf dem Mars. Als ich letzte Woche im Kino war, lag nämlich so ein Schokoriegel auf meinem Sitz. Und ich habe mich voll reingesetzt. Ich bin richtiger Asteroid. Nee, Moment, ein Asterix. Nee, ein Astronaut. Also nee, also dieses Dings da, dieses Ding mit diesen Typen, die so Goldfischgläser auf dem Kopf haben und so langsam hüpfen können, so. Das könnte
kennt dich voll gut. Deshalb verpasst nicht den nächsten großen Titel von Real Troll. Die Reise ins All 2, wo der Assi so rumhüpfen tut. Boah, tight. Ich bin Baron Wilhelm von Assi und jetzt gehe ich mir erstmal einen Job suchen. Ey, hat jemand einen Job für mich? Mann, ey. Oder weiß jemand, wo ich so eine Patrone für meine große Kanone herkrieg? Mann, ich glaube, ich brauche überhaupt keinen Professor für die Operation, ey.